Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Produktvorstellungsvideo von mir. Wenn ihr schon ein paar davon gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich jetzt einen eigenen Shop auf RAI.TV habe und den könnt ihr erreichen, wenn ihr einfach mal in die Infobox schaut. Da habe ich euch den Link mal aufgeschrieben. Wenn ihr da draufklickt, da kommt ihr direkt in meinen Shop. Da gibt es auch noch weitere Produkte, die ich für euch getestet und ja, die ich euch einfach vorstelle. Und ja, falls euch das interessiert, dann klickt doch einfach mal drauf und guckt mal vorbei. Da würde ich mich total drüber freuen. Und ja, ich will jetzt gar nicht weiter so viel drumherum quatschen. Ich fange dann jetzt mal mit dem Produkt an, um das es jetzt in dem Video geht. Und zwar ist das eine Jacke. Die ist von Eurostar. Ich werde euch jetzt auch erstmal wieder was zum grundsätzlichen Aufbau der Jacke sagen. Also die sieht erstmal so aus. Ich blende euch auch gerade mal ein paar Szenen ein, wie ich die Jacke anhab, damit ihr mal seht, wie die getragen aussieht. Ich finde, die sitzt super schön und ich mag grundsätzlich auch gerne die Jacken von Eurostar, weil die einfach auch immer so schön tailliert geschnitten sind und trotzdem schön lang geschnitten sind, dass der Rücken im Winter nicht frei ist. Das ist auch sehr wichtig. Und ich finde, die sieht einfach auch allein schon die Farbe, dieses Braun, das sieht einfach immer edel und schick aus, das passt zu allem. Und von daher finde ich, bin ich mit dieser Farbwahl schon mal auch sehr, sehr zufrieden. Und ich finde bei der Jacke auch gut, dass sie zwar schon lang geschnitten ist, aber nicht zu lang, sodass sie dann einen behindert beim Reiten. Also das hat man dann auch nicht, dass man irgendwie sich auf die Jacke draufsetzt. Das ist schon mal auch ein sehr guter Pluspunkt. Und ja, ich finde, sie sieht einfach richtig schön aus. So, ja, dann vielleicht nochmal was zur Farbe. Also wie ihr vielleicht schon gesehen habt, die Jacke ist braun. Also in der Artikelbeschreibung nennt sich die Farbe Chocolate. Hat überall ein paar dunkelblaue Absätze sozusagen. Hier innen ist sie ein bisschen dunkelblau, die Reißverschlüsse sind dunkelblau, so ein paar Details halt einfach, die sind dunkelblau. Und ich finde diese Farbkombination auch sehr schön, muss ich sagen. Also es passt einfach echt gut zusammen, dieses Braun mit Dunkelblau. Und ja, also was ich bei der Jacke auch richtig gut finde, ist, dass die eine abnehmbare Kapuze hat. Weil manchmal ist es einfach so, dass mich das beim Reiten total stört. Also es kann ja mal sein, dass wirklich blödes Wetter ist, man braucht diese Kapuze, wenn es regnet oder so. Aber beim Reiten mache ich dann meistens die Kapuze, hier ist ein Reißverschluss dran, die kann man dann einfach abmachen. Das geht ganz schnell. Und weil ich das nicht mag, wenn das hinten in meinem Nacken die ganze Zeit so rumstößt. Deswegen mache ich die beim Reiten meistens einfach ab und dann ist es viel angenehmer zu tragen. Und ja, bei mir ist es so, ich bin ein Mensch, dem ziemlich schnell warm wird und deswegen mag ich es auch eigentlich, ich finde es auch immer unbequem mit Jacke oder mit so einer dicken Jacke im Winter zu reiten. Deswegen kann ich aber bei der Jacke sagen, dass die überhaupt nicht unbequem ist. Also die ist eigentlich dafür, dass es eine Winterjacke ist, ist die auch relativ leicht und angenehm zu tragen. Deswegen kann ich eigentlich mit der Jacke auch gut ja, richtig reiten eigentlich, wenn es mir nicht zu warm werden würde irgendwann. Aber mit der kann man echt richtig gut und bequem reiten eigentlich. Die stört einen nirgendwo, das ist schon mal richtig gut, weil das ist bei mir ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass die Jacke einfach nicht irgendwie einen stört beim Reiten. Also das ist wirklich wichtig. Und dann ist die noch mit Daunenimitat gefüllt und die ist wirklich richtig warm. Also die Jacke hält einen unheimlich warm im Winter. Also ich glaube, da friert keiner in dieser Jacke. Und ihr könnt aber auch noch wunderbar irgendwie eine Fließjacke drunter ziehen, falls es irgendwie besonders kalter Tag ist oder ein paar von euch irgendwie immer besonders viel frieren oder so, dann kann man da auch noch wirklich gut eine Fließjacke drunter ziehen. Das wird dann auch nicht zu eng. Aber die hält wirklich auch schon ohne Fließjacke richtig gut warm. Ja, dann vielleicht nochmal kurz was zum Aufbau der Jacke. Wie ich ja schon gesagt habe, die Kapuze ist abnehmbar. Dann hat sie ganz normale Taschen links und rechts vorne. Das finde ich auch sehr gut. Die sind auch schön groß eigentlich innen. Da kann man dann schön was reintun. Und was ich auch richtig gut finde, ist hier diese Innentasche auf der linken Seite. Da kann man sein Handy nämlich oder irgendwelche Wertsachen reintun, die dann hier außen nicht so stören. Das geht dann einfach hier innen. Ist so ein kleiner Reißverschluss und da kann man dann irgendwas reintun und wenn man sein Handy reintut, dann gibt es hier auch nochmal so ein kleines Loch, da kann man dann vielleicht auch sogar Kopfhörer durchstecken. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das ist sehr durchdacht, diese Jacke, finde ich. Dann hat die Jacke hier auf der linken Ärmelseite noch so ein Eurostar-Emblem. Das finde ich auch nochmal, das gibt der Jacke nochmal so eine gewisse Note irgendwie, dass es nicht zu langweilig aussieht, sag ich jetzt mal. Und ja, auch generell vom Aufbau der Jacke. Ich finde, die sieht einfach echt richtig
schick aus. Ich bin einfach richtig zufrieden mit der Jacke und mit der Farbwahl der Jacke. Also die ist wirklich richtig elegant und ich mag grundsätzlich halt, wie vielleicht einige von euch auch schon wissen, gediegenere Farben lieber. Ich finde, das kann man aber auch einfach zu jeder Fellfarbe dann kombinieren, wenn man einfach so ein paar, wenn man einfach so Farben hat, die so gediegen sind, dann kann man das sehr gut kombinieren immer. Das Größenverhältnis der Jacke fällt eigentlich normal aus. Also ich habe in Jacken meistens Größe S und das hat auch hier zugetroffen. Also ich musste nicht irgendwie eine größere Größe nehmen, weil die besonders klein oder groß oder irgendwas ausgefallen ist. Also die fällt wirklich ganz normal aus. Da könnt ihr euch einfach die Größe bestellen, die ihr sonst auch bestellt. Das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich eigentlich gerechtfertigt, also es ist okay. Die Jacke kostet 159,95 Euro. Ja, das ist, wenn man es jetzt das erste Mal hört, viel, ich weiß, aber wenn man eine gute Winterjacke haben will und im Winter nicht frieren will, dann sollte man das Geld auch investieren. Dann hat man nämlich was Gescheites und braucht sich nicht jeden Winter irgendwie wieder eine neue Jacke kaufen, weil sie kaputt gegangen ist oder nicht genug wärmt oder was weiß ich. Also da lohnt sich's wirklich, mal das Geld in die Hand zu nehmen und was zu investieren, damit ihr dann halt auch was Gescheites habt. Ja, das war's dann auch eigentlich schon wieder mit meinem Produktvorstellungsvideo zu dieser Eurostar-Jacke. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch irgendwie so einen kleinen Einblick da geben und euch ein bisschen weiterhelfen damit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euer Interesse geweckt habe und wenn ihr euch für diese Jacke interessiert. Wenn sie euch interessiert und wenn ihr irgendwie vorhabt, sie euch vielleicht auch zuzulegen, dann geht das ganz schnell. Ihr könnt einfach auf meinen Shop zugreifen, der ja, wie gesagt, hier unten in der Infobox verlinkt ist. Da einfach draufklicken, da kommt ihr, dann werdet ihr direkt auf meinen Shop weitergeleitet und könnt auch die Jacke direkt kaufen, wenn ihr Interesse habt. Wenn ihr die Jacke dann kauft, dann wird euch im Päckchen natürlich auch noch was mitgeliefert. Und zwar diese Autogrammkarte von mir, die ist auch von mir handsigniert. Und auf der Rückseite stehen auch nochmal so ein paar Daten über mich und die Amiro. Das habt ihr also noch so als kleinen Zusatz. Und was ihr noch dazu bekommt kostenlos, ist dieser Reit-TV-Hufkratzer. Ich finde, Hufkratzer kann man immer gebrauchen. Das ist auch so ein Objekt, das gerne mal verloren geht. Von daher für euch ein schöner Zusatz, finde ich. Und ja, die beiden Sachen bekommt ihr dann dazu, wenn ihr bei mir im Shop was kauft. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch für meine Sachen interessiert und ihr könnt auch noch mal gucken, in meinem Shop gibt es auch noch weitere Produkte von mir, die ich für euch vorgestellt und getestet habe. Falls euch davon was interessiert, dann würde mich das natürlich auch freuen. Und ja, das war es eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Und ja, ich sag dann mal tschüss, wir sehen uns im nächsten Produktvorstellungsvideo wieder. Bis dann!